Söhrchen, Hallöchen, mal wieder zu einem nach plötzlichem Abbruch der Aufnahme. Aufnahmestart. Hi! Ich habe keine Ahnung, warum mir das irgendwie ständig passiert. Aber wieder einmal wurde ich von OBS vollkommen verarscht. Ja, Sache ist, Skoll, mit OBS streame ich, dass, wäre blöd, wenn sich das jetzt geschlossen hätte. So, ich weiß nicht, was ihr verpasst habt. Wir haben ja ein bisschen aggressive Expansion angesammelt. Wirklich nur ein klitzekleines bisschen. Und dementsprechend war kaum was, wie gesagt. Also das ist kaum merkbar gewesen. Gab es ein paar kleine Rebellen, die halt ein Problem damit hatten. Und die Ming machen einen imperialistischen Krieg gegen das Mamelukenreich. Habe ich jetzt demnächst... Wird Ming sich jetzt Mekka krallen oder wollen die Ming quasi hier so ein bisschen... Ich weiß nicht. Also wie gesagt, minimale Überdehnung. Ich meine, guck mal hier, gerade mal 24% und es war vorher auch kaum höher. Also das ist, wie gesagt, das ist alles... So, Moskau oder Russland wird gerade komplett von Rebellen zerpflückt, was ich sehr interessant finde. Und wir kümmern uns mal ganz kurz um unsere lieben Mamelucken hier in... Mamelukenreich, wollte ich gerade sagen. Anatolien! So hieß das. Was, Bosnien? Nee, nee, Bosnien greift nicht Swahili an. Oder? Doch? Warte, was? Urbino, swahilisch-nationalistischer Krieg gegen Urbino? Was? Ah. Okay, Urbino. Okay. Nice try. Bosnien-Provence, Ostfriesland. Wollen wir uns endlich mal die Provence krallen und gleichzeitig auch noch Urbino einverleiben? Ich meine, das bisschen aggressive Expansion. Und stimmt, Bosnien wäre ja auch direkt dabei, ne? Bosnien, Provence, ey, perfekt. Da haben wir ja, können wir ja mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir haben auch gerade relativ ruhige Stabilität im Reich. Gibt ja keine Rebellen oder sowas. Da kriegen wir das hin. Gaspar Giesbert, ey. Ah, schön. Und ich meine, wir können ja ein bisschen warten. Es gibt einen Mod für Opa Dim und... Was? Das wusste ich nicht, Samo. OMG. Oh mein Gott! Das ist die schönste Nachricht, die ich meinem ganzen Leben heute gehört habe. Das ist ja voll cool. Ja, da hast du deine Antwort, Samo, ne? I didn't know it existed. But now I do and I will get it. On my Rechner. So that I can play it. To the sound of the music of Opera Din, I shall conquer the world. This is my secret master plan. Oh yes, it will be glorious. Ja gut, okay. Also, Samo hatte gerade die besseren Nachrichten. Skoll. Opera Din ist ein wundertastisches, schönes Spiel, das auf der sogenannten Opera Din spielt und da geht man halt hin, um herauszufinden, was passiert ist, denn das Schiff war eine Zeit lang weg. Und was da, wie gesagt, warum das weg war und was passiert ist und so, das findet man dann halt heraus. Und zwar auf ziemlich coole Art und Weise und mit ziemlich geiler Musik. Ja, genau, die Untersuchung auf dem Schiff in diesem etwas gewöhnungsbedürftigen Grafikstil. Aber wie gesagt, sehr empfehlenswert. Wir haben es ja, ich glaube, komplett am Stück durchgestreamt, wenn ich mich recht entsinne. Och, Ingo, weißt du, bei dir ist überhaupt nichts mehr verwerflich und sowieso nichts mehr überraschend.
Ja, ach Gott, stimmt, aber am Ende fand ich halt. Das Ende. Am Ende. Irgendwas war am Ende. Da. Ach, da war. Ich glaube, da war die deutsche Übersetzung einfach ein bisschen blöd. Weil ich diese eine Sache nicht finden konnte. Das fand ich ein bisschen blöd. Plünderung von Siena. Traditionell wurde von Armeen erwartet, dass sie sich mit dem versorgen, was sie in dem Gebiet plündern konnten, das sie durchqueren. Dies ist oft der einzige Weg für Soldaten, um im Krieg zu überleben, da Zahlungen aus der kaiserlichen Schatzkammer selten fristgerecht zu den Männern gebracht werden können. Tatsächlich trugen diese rückwirkenden Zahlungen auch dazu bei, die Belastung durch Zahlungen an Gefallene zu verringern. Mit dem Fall von Siena wurde daher erwartet, dass unsere Soldaten die Stadt plündern, um sich zu bereichern. Was nicht erwartet wurde, war die totale und vollständige Zerstörung der Stadt. Verweigernd Befehle zu folgen, griffen unsere Männer die hilflosen Bürger an, machten verabscheuungswürdige Dinge mit ihnen und ruinierten die Region für lange Zeit. Wir holen uns mal das hier, ein bisschen Geld, kaufen wir uns Disziplin und außerdem möchte ich Siena selbst haben. Da möchte ich die Verwüstung schon gerne so gering wie nur möglich halten. Was macht denn Ostfriesland da? Kinders, ich marschiere gerade auf eure Hauptstadt. Könnt ihr mal bitte aufhören, die Normandie zu. Könnt ihr aufhören, Frankreich zu Teppich belagern? Was ist mit euch nicht ganz richtig? Ich glaube, bei denen hackt's wohl. Alfons, kümmerst du dich mal drum. Danke. Habe ich eigentlich einen Erben? Ah ja. Den Johann. Juan. Vergewaltigung. Gibt's bei mir nicht. Bei mir gibt es nur Schwedentrunk. Das ist viel humaner. Schwedentrunk beste. Gibt's an meinen Geburtstag? Ah. So, wir haben Wisconsin belagert. Nee, was stand da gerade für den Namen? Ich muss den gleich nochmal lesen. Moment. Wie heißt die Hauptstadt hier? Wysoki. Ich habe gerade echt Wisconsin gelesen. The fuck? Sag mal, Baden, du willst mich aber auch verlocken, ne? Dass ich doch nochmal versuche, dich in die BU zu zwingen. Kannst du aber vergessen. Ich habe meinen Bauern, das lobe ich mir. Das ist ein Clay in Paris. Oder auch ein Clay in Valencia. Oder eher Groß Valencia, wenn man die Entwicklung unserer Hauptstadt bedenkt. Ich habe vorhin ein bisschen mehr Geld gemacht, ne? Wo ist denn das alles hin? Wahrscheinlich in Unterhalt für Truppen. So, Bosnien, möchtest du Frieden schließen? Möchtest du nicht? Dann warten wir. Provence, möchtest du Frieden schließen? Möchtest du nicht? Dann warten wir. Da, 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 da. Und das Schöne ist gerade, dass Mailand Thronanwärter hat und ich hoffe gerade, dass sie die Franzosen besiegen und Mailand unabhängig wird. Das wäre so schön. Das wäre so schön. So, und wir konvertieren weiter. Su6. Ist es eigentlich hier in Afrika? Oh ja, wunderbar. Tja. Also, ne? Die Konvertierung geht schnell voran mit vier vermaledeiten Missionaren. Oh, okay. Wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, das verlieren die Thronanwärter, oder? Ah, Mailand hat den hat, hat den Malus. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das beobachten wir jetzt mal ganz kurz. Oh, 6,3 Moral für die Rebellen. Wow. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Mailand hat halt einen besseren General.
Nice. Finde ich gerade schön. Das läuft gut. Wie, ich beschwere mich, ich hätte kein Geld. Ich habe... Warum? Was habe ich gerade getan? Ich weiß schon wieder nicht, was ich gerade getan habe. Das dafür sorgen könnte, dass ich mich zu Unrecht beschwert hätte. Ach ja, wegen bei der Konvertierung. Wahrscheinlich meint er. Aber das kostet ja quasi nichts. 10 Dukaten pro Monat. Na! Pille-Palle! Peanuts! Bei meinem Glück schnappt der Algorithmus das auf und bannt das Video. Wegen Vulgärsprache. Das war wirklich die vier Missionare. Ist geil. Mittlerweile kenne ich dich halt. Okay, sehr schön. Das... Oh nein. Würde zu einer Koalition von Leuten führen. The Horror. Oh nein. Die Provence würde in eine Koalition gegen mich eintreten. Was tue ich nur? Hm? War was? Ah, und endlich haben wir diese vermaledeite Mission abgeschlossen. Dringt in Occitanien ein. Die gemeinsame Grenze mit dem Königreich Frankreichs ist in vielen Ländern ein Grund zur Sorge. Mhm. Wir können niemals sicher sein, dass unsere militärischen oder diplomatischen Bemühungen ausreichen werden, um sie davon abzuhalten, eine Invasion zu beginnen. Stattdessen müssen wir den Kampf zu ihnen bringen. Ja, meine liebe Mission, das haben wir schon vor einiger Zeit getan, aber danke. Lokale Kosten für Schiff, ja, bla. Mir auch egal. Die Toulonische Werft. Ich hätte die anders genannt, aber egal. So, und was haben wir sonst noch hier? Ich glaube, keine... Wir brauchen eine beliebige christliche Nation. Ach, Mann, muss ich Äthiopien echt als Vasallen erstellen, damit wir die Mission hier erfüllen können? Ja, wahrscheinlich. Mist. Aber es gab ein paar mehr Ansprüche. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Nice. Frankreich, dir geht's an Kragen. So, erstmal aber noch Ostfriesland. Ich schäme mich gerade wirklich nicht mehr um irgendwelche Koalitionen, ne? So, du machst dein Ding hier so. Du hast nicht Ärmelkanal, ne? Naja, doch, du hast noch Ärmelkanal. Okay, wunderbar. Dann überträgst mir bitte mal deinen Handelseinfluss oder Handel? Handel. Ja, cool. Das willst du nicht. Wie, das willst du nicht? Dein scheiß Ernst, dass er irgendwelche Pille-Sachen hier unten noch... Diese eine Provinz von Urbino sorgt jetzt gerade dafür, dass die Scheiße aus Friesen mein Friedensangebot nicht annehmen? Ey, ich glaube, ich werde nicht mehr. Was mit euch nicht ganz richtig? So, dann verzichte ich halt auf die 80 Dukaten. Meine Herren, ey. So, und jetzt wird Italien erobert. Das ist ja nichts. Naja, ich brauche nach und nach brauche ich quasi ganz Italien. Also wie gesagt, ne, also da die paar Leute. Moin, du alte Tischlampe. Also, die paar Leute, wie gesagt, das ist ja nicht der Rede wert, ne? Denke ich mal schon, oder? Also, das ist ja... Ja! Überschätze ich mich hier gerade ein wenig? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber ich glaube schon. Ich glaube, das könnte ich bereuen. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder nicht? Soll ich?
Oder nicht. Ich meine, ich kann die drei hier einfach weglassen. Das ist dann wesentlich sicherer, ne? Florenz wäre schon ganz praktisch, glaube ich. Dann haben wir Friesland, Serbien. Florenz freizulassen sorgt nicht. Ach so, du meinst, dass ich die quasi Florenz. Ne, die möchten Florenz gar nicht entlassen. Ich kann mir einfach nur Luca holen. Ist okay, die beiden Festungen hole ich mir schnell demnächst mal wieder. Gib mir euren Handelseinfluss. Ist heute mal bescheiden. Wir sind heute mal Friedensbringer. Na, nicht zu viel auf einmal nehmen. Mäßigung. Nee, das ist mir gerade so unsicher. Außerdem möchte ich halt jetzt vor allem mir Sachen aus Frankreich holen, denn das sind keine permanenten Ansprüche, die laufen irgendwann nochmal ab. Ey, sag mal, Baden, ne? Jetzt. Und führe mich nicht in Versuchung, meine Herren, das geht doch nicht. Die Badenser machen mich richtig schwach gerade. Sienna Songhai und so. Das Beste ist halt einfach, dass fucking Sienna hat, glaube ich, seine Hauptstadt hier an der Goldküste. Ey, ne? Muss ich da nach Afrika marschieren, damit ich gegen die blöden Franzosen ankomme? Frage ist jetzt, ob ich darauf warte, dass die Rebellen Mailand unabhängig machen. Und dann quasi erst gegen Frankreich kämpfe. Oder nicht. So, gucken wir ganz kurz in die Missionen, die wir hier haben. Wir sollen Venedig kontrollieren. Das heißt, wir brauchen noch Friaul. Und Istrien im besten Fall, aber eigentlich brauchen wir erstmal nur Friaul. Genau, dann kommt halt beherrscht Italien. Und da seht ihr ja hier, sollen wir quasi alles Norditaliens bekommen. Ich kann bestimmt die Rebellen hier unterstützen, wenn ich das möchte, aber. Meinst du, damit wir sehen können, was bei denen los ist, oder? Oder werden die dadurch auch gestärkt? Ich meine, ich kann ja mal ein Spionagenetzwerk aufbauen. Das kann man ja mal tun, nicht wahr? So. Okay. Ah, die Silberflotte aus Aragoro ist eingetroffen. Ach ja, das erinnert mich daran, dass Aragoro doch bitte mal gegen die Himu einen kleinen Krieg führen möchte. Okay, Tobias, mach's gut, schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Bis die Tage, ne? Ciao, ciao. Hey, Pet, da kommt er, direkt fliegender Wechsel hier. Moin, moin. Ja, freut mich auch, dass du da bist. Schauen wir mal, was wir heute noch so Schönes anstellen können. Lang mache ich nicht mehr. Aber wir haben schon ein bisschen was erobern können heute. Also ich muss sagen, ich liebe das. Wir haben einfach in zwei Kriegen das alles hier uns geholt. Ach, Inflation, Schminflation. Ist ja nix. Das bisschen... Feinde der Aufklärung. Oh, ich kann gerade nicht mehr ordentlich sitzen. Das ist ein bisschen... Moment. Feinde der Aufklärung. Als typische Reaktion auf ganz verschiedene Arten von Problemen war Obskurantismus in den meisten Ländern gang und gäbe. Zumindest bis das Zeitalter der Aufklärung in den meisten fortgeschrittenen westlichen Ländern Europas anbrach. Ja, cool. Danke, dass ihr mir nochmal schön unter die Nase reibt, dass die vermaledeite Aufklärung vielleicht in 20 Jahren bei mir einkommt, nachdem die Timuriden sie hatten. Meh. Oh. Nee, den Twitter-Post habe ich vergessen. Das war dann, da lief der Stream schon, da fiel mir ein, so Moment mal. Du könntest, / solltest eigentlich mal einen Twitter-Post machen dazu. Und dann habe ich aber schon, wie gesagt, gestreamt. Dann habe ich es wieder vergessen, weil wir am Anfang ein paar kleine
Problemchen hatten ja Kompauern. Weißt du was? Alter, 47 Dukaten wollen die haben. Pro Monat. Uff. Uff, 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 uff. Also ich meine, dafür würden wir halt 1% mehr kriegen, ne? Aber das ist schon echt viel. Will ich das Pommern? Will ich das wirklich? Nee, das ist mir zu teuer. Sorry, Pommern. Also da nehme ich die höheren Tech-Kosten erstmal in Kauf. Beziehungsweise könnte ich halt mal eine Stadt entwickeln und dann... Ne? Und so. Ich könnte zum Beispiel einfach mal in Valencia endlich eine vermaledeite Universität bauen. Damit wir in unserer eigenen Hauptstadt auch mal Entwicklung Aufklärung bekommen. Dass ich das immer noch nicht gemacht habe. Liegt daran, dass ich erst dachte, dass Madrid unsere Hauptstadt wäre und vollkommen vergessen habe, danach das zu ändern. Egal. Warte, was? Nein! Oh nein, nicht wirklich. Kyle, der ohne Unterstützung belagert gerade Irland. Die irischen Befreiungskriege sind angebrochen, meine Damen und Herren. Es geht wild hoch her auf den Inseln. Und Mailand hat immer noch mit den Rebellen zu kämpfen. Denkst du, ein paar Mal befreien können. Aber wisst ihr was? Ist mir zu anstrengend hier. Komm! Heute noch den Krieg? Naja, ich hatte gerade ein bisschen. Ja, nee. Nee. Ich habe heute irgendwie keine Lust mehr auf den Krieg. Oder? Das wird so nervig mit den ganzen afrikanischen Nationen. Da sagt die AE, ja, die AE sagt, renn. Ich muss eigentlich warten. Ah, ich hab keinen Bock zu warten gerade. Na komm, dann trainiert mal ein bisschen. Baut mal ein paar Muckis auf, haben wir irgendwo unter... Das ist richtig. Ich habe ja halt auch wirklich überlegt, ob ich Valencia raufhaue. Mit der Entwicklung. Oder ob ich es lassen soll. So, wo haben wir denn noch eine Armee? Warte mal. Ihr habt gerade verloren. Ach ja! die habe ich ja vollkommen vergessen. Ich hatte ja mal was vor da drüben, ne? Die Uni baue ich ja gerade in Valencia. Genau. Und dann, wenn die Uni fertig ist, entwickle ich die Provinz. Und in der Zwischenzeit... Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich mal befreit werde, wenn ich in die Provinz hier reingehe, meiner Untertanen. Ich fürchte halt nur fast nicht, ne? Okay, gehen wir nochmal ganz kurz die Leute durch. Ihr trainiert nicht, ihr steht... Ah, hier, okay. Trainiert auch mal. Und ich sollte eine meiner Transportflotten rüberschicken, euch hier. Und zwar nach Los Hades. Das mit Mexiko liegt daran, dass die... Oh Gott, wie oft mich... Oh, ich erkläre es so oft, glaube ich, heute schon. Dass die Portugiesen halt meine PU, in der PU unter mir sind und deswegen ihre Kolonialnation keine offensiven Kriege führen kann. Was halt ein bisschen blöd ist, ne? Und ich habe mich halt nie drum gekümmert, so richtig. England wollte scheinbar nie. Nee, England hat so ein bisschen drauf verzichtet, ne, wie man sieht. Die haben sich, also da hat sich niemand drum gekümmert. Portugal hat kolonisiert und alle anderen Kolonialmächte, also England und Frankreich, haben nichts gemacht. Frankreich hat sich Brasilien gekrallt.
Holland hat sich Brasilien gekrallt. Und ja, der Rest gehört halt quasi jetzt mir, ne? Neugranada hat aus irgendeinem Grund keinen Bock, auf die Kariben zu gehen. Aber das könnte ich ja mal kurz für sie übernehmen. Indem ich einfach Neugranada draufhetze. Ah, ein paar kleine Kolonialkriege. Ah, um so ein bisschen Dampf abzulassen. Ein paar Schießübungen. Nee, Die können mal ein bisschen was zu tun haben. Ich hoffe nur, dass Aragora jetzt nicht abgelenkt wird dadurch. Ich hoffe, dass sich die Kolonialnation halbwegs kompetent anstellt. Und jetzt, wo ich das gerade gesagt habe, ist mir klar geworden, wie verzweifelt diese Hoffnung ist. Es tut mir gerade ein bisschen weh, aber ich werde tatsächlich die... Ach, jetzt habe ich den Tick rechtzeitig abgebrochen. Okay. Ich weiß, Goll, ich bin nicht blind. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich das vor dem Tick noch abbrechen kann, aber ich habe nicht rechtzeitig auf Leertaste gedrückt. Okay. Dann gehen wir doch mal... auf Valencia Fortbildung, Ausbau. Valencia wird entwickelt. Okay. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Die Leute haben sich darüber lustig gemacht, dass man in Imperator Rome seine gesamte Reichsstruktur binnen eines Tages ändern kann. Und jetzt sitze ich hier und binnen eines Tages ist Valencia von einem kleinen Dorf zu einer fast Weltmetropole gewachsen. Mein nächster Ausbau, da haben wir es dann geschafft. Also. Na. Vielleicht nicht ganz komplett fair, die Kritik an dem Spiel immer, ne? Och, Österreich, nein! Jetzt machen die Venedig platt, ey. Jetzt muss ich denen wieder den Krieg erklären, um Venedig mir zu holen. So, was holen wir uns denn als allererstes hier für eine Reform? Also ich gehe ja gerne auf den kostenlosen schnellen Marsch. Oder Gewaltmarsch. Napoleon ist immer ziemlich geil für den Arti-Bonus auf Festung. Der Schaden Artillerie in den hinteren Reihen ist geil. Alles ziemlich gut. Untertanenentwicklung müssen wir noch nicht machen. Das kann uns auch egal sein. Ich schwanke gerade zwischen Napoleon und dem kostenlosen Gewaltmarsch. Gehen wir erstmal auf Napoleon für die ganz schnellen Belagerungen. Noch haben wir keine so großen Feinde, dass wir uns den kostenlosen Gewaltmarsch unbedingt herbeiwünschten. Das werde ich im nächsten Krieg bereuen, diese Aussage. Sehr schön. Oh, Dominanz im Salzhandel ist das Beste, was ich habe. Also, ich liebe das. Weil das passiert, oh, macht man so viel Kohle. Okay. Nehmen wir die warte mal, das hat mir ja meine... Egal. Ich warte tatsächlich gerade darauf, dass ich die diplomatische Macht habe, um die Produktion zu erhöhen. Und das bringt uns am meisten... Das bringt uns noch ein bisschen Geld ein durch die Tuchproduktion und so. Die ja schon nicht ohne ist. Und wunderbar. Ja, damit. So, dann haben wir das Zeitalterziel erreicht. Wir haben eine Hauptstadt mit 50 Entwicklung. Uns fehlt nur noch die Disziplin und ein Parlament. Die Disziplin könnte man machen. Oh, plus 5 Republik. Alter Österreich. Meine Phrasen. Das ist ja mal krass. Das ist ja mal echt krass. Boah.
Alter. Ich habe mir das noch nie so angeschaut, Chris, nee. Mario Branco? Oh Gott, nee, jetzt habe ich echt eine. Komm, behalt die Scheiße. Ach, jetzt noch an Granada. Ich bin ein Idiot. Ich habe mir das noch nie angeschaut, tatsächlich. Das hat mich jetzt gerade ziemlich kalt erwischt. Okay. Jetzt muss ich mal wieder konzentrieren. Ist spät langsam, okay. Okay. Dich haben wir. Russland, Baden. Baden schon wieder? Ey, Baden, du bist so ein. Es ist so, als würden sie nackt vor mir herumhüpfen und sagen: Hier, hier! Ich habe keinen Erben! Ich habe keinen Erben! Personalunion, Personalunion! Boah, ey. Was für Nervensäcke.